Heute zeige ich euch meine Morgenroutine in der Prüfungsphase. Mein Morgen beginnt meistens kurz vor 8. Ich stelle meinen Wecker immer 10 Minuten vorher, weil ich mich kenne und weiß, dass ich nicht gleich aufstehe. Und dann gehe ich als erstes an mein Handy und check das Wetter, gehe auf Instagram, schaue da ein bisschen rum. Übrigens, kleine Werbung hier am Rande. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ich verlinke es euch in der Infobox. Und dann stehe ich auch schon auf und lasse ein bisschen Licht in mein Zimmer rein. Ich weiß, es ist bei mir schon relativ hell, weil diese Rollos nicht richtig dunkel halten, aber ja, so kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Licht rein. Und dann mache ich auch das Fenster auf, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Als nächstes gehe ich dann auch schon an meinen Kleiderschrank und schaue einfach, was ich an dem Tag anziehe. Meistens ist es was sehr Gemütliches, weil ja, man sitzt ja eigentlich nur den ganzen Tag zu Hause rum. Deswegen nehme ich mir meistens einen Pulli und einfach eine Jogginghose. Und dann gehe ich auch schon ins Bad und mache ein bisschen Musik an und gehe dann auch unter die Dusche. Hier seht ihr auch die Produkte, die ich unter der Dusche benutze, aber ich benutze jedes Mal was anderes. Also ich probiere mich da einfach immer ein bisschen durch und das waren einfach die Produkte, die ich an dem Tag benutzt habe. Wenn ich dann mit dem Duschen fertig bin, kämme ich erstmal meine Haare durch und mache mir so einen schicken Turban auf den Kopf. Und dann geht es auch schon an die Hautpflege. Da benutze ich einmal von CeraVe so einen Cleanser, den finde ich sehr gut. Danach fühlt sich wirklich die Haut sehr gereinigt an. Und dann benutze ich von The Ordinary so ein Serum. Das mag ich auch sehr gern. Und abschließend benutze ich dann noch von CeraVe so eine Feuchtigkeitslotion. Danach geht es dann wieder zurück in mein Zimmer und ich mache erstmal mein Bett. Das gehört auf jeden Fall jeden Morgen bei mir dazu, weil irgendwie wenn mein Bett unordentlich ist, dann schaut das ganze Zimmer unordentlich aus und dann bin ich auch irgendwie gleich unproduktiver. Deswegen mache ich das früh mal gleich und ja, dann hat man auch nicht mehr so das Verlangen, sich einfach wieder ins Bett zu legen. Als nächstes gehe ich dann auch schon in die Küche, weil dann habe ich echt Hunger. Und ich mache mir eigentlich jeden Morgen das gleiche Frühstück. Ich weiß nicht, probiert ihr euch da gern aus oder esst ihr immer das gleiche? Also bei mir ist es eher so, unter der Woche habe ich immer mein Frühstück und am Wochenende habe ich immer mein Frühstück. Also am Wochenende esse ich dann nochmal was anderes. Da esse ich dann immer gern Avocado-Brot mit Ei. Aber unter der Woche esse ich immer ganz gern ein süßes Frühstück. Und zwar kommt bei mir da immer ein Apfel rein, eine Kiwi und eine Banane. Dann mache ich noch so einen Alpro-Joghurt rein, dann kommt noch ein bisschen Müsli drauf und am Ende noch Agavendicksaft zum Süßen. Wenn ihr noch Mandelmus habt, dann ja, könnt ihr das auch noch drüber geben, das schmeckt dann echt richtig, richtig lecker. Und als Tee trinke ich den Be Happy Tee von Kappa, den mag ich im Moment sehr, sehr gerne. Und dann nehme ich auch schon das Frühstück und setze mich wieder in mein Zimmer. Ihr müsst wissen, ich bin früh wirklich so ein kleiner Morgenmuffel und bin auf jeden Fall nicht so gesprächig, deswegen setze ich mich einfach am liebsten wieder in mein Zimmer und irgendwie in unserer WG hat jeder so auch seine eigene Routine am Morgen und deswegen frühstücken wir eigentlich ja gar nicht zusammen. Also jeder frühstückt eigentlich in seinem Zimmer und dann essen wir eher abends mal zusammen. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil dann plane ich neben meinem Frühstück einfach meinen Tag ein bisschen durch, schreibe mir meine To-Do-Listen, ja, und check dann einfach auch ein bisschen meine Nachrichten am Handy. Nach dem Frühstück widme ich mich dann erstmal meinen Haaren. Und zwar föhne ich die dann einfach. Im Sommer lasse ich sie gerne Luft trocknen, aber im Winter föhne ich sie dann doch, weil sonst ist mir das einfach ein bisschen zu kalt, wenn die Haare so nass sind. Und manchmal schminke ich mich dann auch etwas. Ich mache echt nicht viel, weil wenn ich eigentlich nur zu Hause bin, dann finde ich, bringt es nicht so. Aber ja, manchmal fühle ich mich dann einfach etwas produktiver und dann benutze ich dann einfach einen Concealer von Maybelline und ja, klopfe den einfach ein bisschen ein oder ja, wie sagt man dazu? Ich verblende ihn. Ja genau, ich verblende den Concealer einfach etwas.
Und dann benutze ich noch den Hoola Bronzer und gebe den einfach auch etwas ins Gesicht, damit ich etwas bräuner ausschaue. Und dann mache ich in letzter Zeit ganz gerne diese Soap Brows. Die sind ja eigentlich ganz in im Moment. Und ich finde, die Augenbrauen schauen damit echt gut aus. Und ja, dann benutze ich einfach eine Seife und dann noch meinen NYX Augenbrauenstift. So mache ich in letzter Zeit immer meine Augenbrauen und finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde, es schaut gut aus. Und Wimperntusche habe ich ausgelassen, weil ich bin in letzter Zeit immer ein bisschen zu faul. Und wenn ich eh nur zu Hause bin, dann lege ich da jetzt nicht so einen großen Wert drauf. Dann mache ich noch meinen Lieblingsschmuck hin, einfach diese Kreolen und meine Kette, die ich jeden Tag trage. Und so sieht jetzt das Endergebnis aus. Und dann gehe ich wieder zurück ins Bad und putze noch meine Zähne. Und wenn ich damit fertig bin, setze ich mich an meinen Schreibtisch, setze meine Brille auf, wenn ich an dem Tag keine Kontaktlinsen reinmache und versuche dann To-Do für To-Do abzuarbeiten. Das ist meine Morgenroutine in der Prüfungsphase. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es war jetzt vielleicht nicht so fancy wie andere Morgenroutinen, aber ja, ich will ja einfach ehrlich mit euch sein und ich mache meistens in der Prüfungsphase keinen Sport morgens, sondern ja, lass es einfach etwas ruhiger angehen und setze mich dann am liebsten gleich an meine Lernsachen, weil ich früh einfach am besten lernen kann. Lass gerne einen Kommentar da, ich würde mich sehr freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Tschüssi!